Nach so vielen Monaten wird es mal wieder Zeit, ihr habt schon den Titel gelesen. Heute kommt endlich die zweite Saison, können wir sagen, die zweite Staffel von Der Schmerz sitzt tief. Endlich ist es soweit, wir haben uns heute mal wieder was überlegt. Aber vorab erstmal der Standardgast für Der Schmerz sitzt tief, Spendi. Meine halbe Leben im Bausteller, bro. Spendi, als mein Rivale, gerade für dieses Format, ich glaube, du hast eher weniger Bock. Du weißt noch gar nicht, was heute auf dich zukommt. Ich weiß es nicht. Die Bestrafung, ich muss echt wirklich sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ich muss auch denjenigen, der auch was damit zu tun hat, jetzt schon mal ins Bild einfach rücken, weil er weiß halt auch noch nicht, was er machen muss. Du musst die Bestrafung machen. Wir haben uns heute was überlegt. Es ist der Klassiker halt. Es sind halt die Kaltwachsstreifen. Nee, Pilger. Auf dem Bein, Alter. Haben wir gleich zweimal davon. Aber Pilger, es ist halt ein bisschen anders nicht heute. Es ist halt ein bisschen anders heute. Heute wird was anderes gewachsen. Was denn? Nein. Nie im Leben. Also Pilger, danke, dass du da bist. Ich würde sagen, nein. Nie im Leben, Digga. Ich würde sagen, wir lang gar nicht wissen machen. Digga, danke, dass du da bist. Ich würde sagen, wir lang gar nicht fucking lang rum. Spendi hat Bock, ich hab Bock. Das erste Spiel heißt einfach mal Wörtersuche. Das Gegenteil von Durst. Hunger. Nee. Nicht still gestillt. Wenn du keinen Durst hast, nennt man das. Gibt's ein extra Wort. Gesättigt. Deutschland sucht sein Superstar und hier bin ich. Alle meine Frauen sind im Schlaf sogar. Gesättigt. Das Wort heißt Sit. Sit. Ey, das ist schon wieder Don B, frisch aus dem Urlaub, unser Akademiker, Alter. Okay. Du bist auf Elite-Partner unterwegs, oder? Elite-Partner. Finde Akademiker und Singles mit Niveau. Das andere ist ein bisschen einfacher. Und zwar wird das Wort gesucht, das beschreibt, wenn man für sich selbst fremdschämt. Peinlich. Was hast du gesagt? Genieren. Nee. Ich geniere mich. Blamieren. Wie heißt es nochmal? Hä? Oh Gott, ich weiß es. Ja. Fuck! Wenn man gerne das Essen von einem anderen hätte, wie nennt man das? Neidisch! Ja, gibt es ein spezielleres Wort? Was? Hä? Futterneid. Kennt ihr das Wort nicht? Futterneid. Junge! Don B! Süß, Alter! Elite-Partner. Finde Akademiker und Singles mit Niveau. Wenn man sich etwas im Kopf vorstellt und dann so ein Bild vor dem Kopf hat, dann hat man ein... Kopfkino! Mann! Oh, shit. Ein Tier mit weniger als zwei Beinen. Hi! Hat gar kein Bein. Fertig. Nein, nö. Ein Ort, an dem man oft alleine ist. Dein Bett. Mal allein stehen ein im Wort Zimmer. Mit genau sechs Silben. Wurstfahrverkäuferin. Nein, das sind fünf. Ich gehe raus mit meinen Daumen. Ein Ort, an dem man gebückt laufen muss. Tunnel. Nein. Loch. Na, Höhle. Na ja, klar, Alter, wenn es keine Höhle ist. Ja, safe. Ja, natürlich. Tief im zentralvietnamesischen Dschungel liegt ein echtes Weltwunder. Deutschland sucht sein Superstar und hier bin ich. Alle meine Frauen sind im Schlaf sogar gesättigt. Eine kurze Sache, bevor die nächste Frage kommt, einfach bitte nicht auf meine Antwort achten. Dankeschön. Eine Sache, in die man gerne seinen Kopf reinsteckt. Vagina. Oh nein. Wasser. Schwimmbad. Ich hab Wasser schon gesagt. Ja. Ich hab Wasser safe vorher schon gesagt. Okay, das nächste ist eine Challenge. Da geht's wirklich nur um Skills. Und zwar letztes Mal hatten wir die Dab-Challenge, ja. Da haben wir irgendwie so ein Internet-Hype mitgenommen. Hm. Und jetzt machen wir die Challenge, die Danny Burnage ins Leben gerufen hat. Wer kann öfter in 30 Sekunden Spidget-Finger sagen? Okay, 3, 2, 1, go! Spidget-Finger, 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 Spidget-Finger. Boah, 23, Bruder. 3, 2, 1, go. Spidget-Finger, 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 Spidget-Finger,
Ich hab's einfach mal Kulturduell genannt. Was hast du genannt? Kulturduell heißt es. Ihr müsst jetzt einen der Top 5 mexikanischen Männervornamen sagen. Carlos. Nein. Juan. Nein. Suarez. Nein. Federico. Nein. David. Diego. Ja. Vagina. Ein Mann hat 6 Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder. Wie viele Kinder hat der Mann? Sieben. Sieben, ja. Fuck, Idiot, Alter. Welcher Berg war der größte Berg vor der Entdeckung des Mount Everest auf der Welt? Zugspitze. Mont Blanc. Kilimanjaro. Kleiner Tipp, es ist eine Scherzfrage. Mount Everest. Ja. Ja, weil die noch nicht wussten, wie groß er ist. Ja, vor der Entdeckung. Es war doch der größte Berg. Da dachte ich, den holst du. Du musst mal ein bisschen streifen, so oha, so fixst du den richtig. Du musst drüber streifen, natürlich. Bist du behindert? Du musst es glatt machen, natürlich. Jungs, Alter! Könnt ihr bitte anfangen? Ich will das hinter mich bringen, hier ist keine Diskussionsrunde. Ich kann die Wills auch ins Bild. Nee, Mann. Oder soll ich ins Bild? Ja, geh auf die Seite. Setz dich der Quatsch. Nein. Du darfst eins abziehen, ich darf eins abziehen. Nein, ich zieh dich ab. Jetzt bist du genau hinter Pillen. Geh echt auf die Seite. Jungs! Ich will. War das beide oder eins? Oh mein Gott, der nächste wird schlimmer. 3, 2, 1. Oh! Ah, lecker! Ah! Tut mir leid, Alter! Das war's mit dem heutigen Video. Oder was? Ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt. Vagina!